Ich bin noch ein bisschen unentschieden. Ist das eigentlich eher lustig oder beängstigend, wenn durch Elektro gesteuert seltsame Dinge passieren? Wenn ich zum Beispiel den Rasierer anschalte und dann der Studioscheinwerfer heruntergefahren käme, wie ferngesteuert. Es könnte aber vielleicht auch beim Nachbarn die Alarmanlage losgehen oder das Handy entpuppt sich als Fernsteuerung für die Musikanlage. Gibt's nicht sowas? Das hätte Thomas Zabel vermutlich auch gesagt, bevor er sich einen Flachbildfernseher kaufte. Dann funkte es zwischen ihm und seinem Nachbarn, was ja ganz schön sein könnte, aber nicht so. Gleich werden Sie Thomas Zabel aus Hannover bei einer illegalen Tat beobachten können. Er kommt nämlich mit dem Gesetz in Konflikt. Genau jetzt, wenn er seinen Fernseher einschaltet. Ich darf meinen Fernseher nicht mehr einschalten, sonst droht mir ein Zwangsgeld. Für Thomas Zabel heißt es Fernsehen verboten. Alles fängt damit an, dass er sich vor gut 2 Jahren einen neuen Plasmafernseher der Marke LG kauft. Immerhin für 2.500 Euro. Doch die Freude währt nicht lange, denn der Nachbar von Thomas Zabel ist Amateurfunker und fühlt sich vom neuen Fernseher beim Funken gestört. Der Nachbar schaltet sogar die Bundesnetzagentur ein. Ja, ich erhielt dann einen Anruf von der Bundesnetzagentur, dass sie meinen Fernseher testen müssen, weil der irgendwelche Störsignale sendet. Die Behörde misst mehrfach vor Ort und im Labor. Das Ergebnis: Zabel darf seinen Fernseher nicht weiter betreiben. Weil er die reservierten Frequenzen des Hobbyfunkers stört, muss er ihn für immer abschalten. Eigentlich blöd, ne? Hat sich da so ein schönes Gerät gekauft und darf es nicht betreiben. Also ich verstehe es einfach nicht. Einfach jemandem den Fernseher abschalten? Darf das die Bundesnetzagentur? Sie darf. Das steht alles im EMVG, Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln. Die Bundesnetzagentur hat ja die Aufgabe, alle Frequenzen in Deutschland zu vergeben. Und dazu gehört auch, dass die Frequenzen störungsfrei genutzt werden können. Jetzt könnte man meinen, dass die Störungen durch den Fernseher kein Wunder sind, wo doch heutzutage so viel Unfug läuft. Doch egal, ob Privatfernsehen oder öffentlich-rechtliches, das Gerät stört, unabhängig von den Sendeinhalten. Das ist übrigens der Nachbar, der die Behörde auf den Plan gerufen hat. Einmal Anruf. Gerhard Preußer, in Funkerkreisen bekannt unter dem Kürzel DL3OCL. Allgemeiner Anruf von DL3OCL. Über Funk spricht er regelmäßig mit Freunden in aller Welt. Wenn Thomas Zabel fernsieht, kann Gerhard Preußer auf manchen Frequenzen niemanden mehr verstehen. Man hört es hier. Das ist unmöglich, da überhaupt was zu hören. Ich habe den Nachbarn nicht in Verdacht gehabt, sondern ich habe erst mal hier rundherum gehört. Dann bin ich mit meinem Kofferradio in der Gegend langgelaufen. Und dann kann man sehen, wenn man sich der Störquelle nähert, wird sie stärker. Auch andere leiden unter der Plasmapest. Beim Dachverband der Hobbyfunker häufen sich die Beschwerden über nicht korrekt entstörte Plasmafernseher. Der große Boom, Plasmafernseher zu kaufen, ist begonnen worden, als die Fußball-Weltmeisterschaft kam. Da wollten die Leute alle schöne große Fußballfelder auf ihrem Bildschirm sehen. Und da setzte das schlagartig ein, dass wir Nachricht darüber bekamen, dass elektromagnetische Störungen von diesen Geräten wohl ausgehen, weil dann sofort der Kurzwellenempfang drastisch beeinträchtigt wurde. Letztlich liegt die Schuld für die Misere aber weder bei Herrn Preußer noch bei Herrn Zabel. Es ist der Hersteller des Fernsehers, der laut Gesetz dafür sorgen müsste, dass seine Geräte keine Funkfrequenzen stören. Doch zu LG hat Thomas Zabel mittlerweile ein gestörtes Verhältnis. Die Firma hat nämlich selbst messen lassen und behauptet, das Gerät stört gar nicht. Wir haben diese Beschwerde natürlich sofort ernst genommen, haben das Gerät dann zu uns geholt, haben dieses Gerät durch ein unabhängiges, akkreditiertes Labor durchmessen lassen und haben bei dieser Messung festgestellt, dass das Gerät den gesetzlichen Normen entspricht. Pech für Thomas Zabel. Immerhin, jetzt hätte er Gelegenheit, ein Leben ohne Fernsehen zu genießen. Mit der Familie Zeit verbringen oder mal ein gutes Buch lesen. Aber LG will dann doch kulant sein. Und deswegen bieten wir in diesem besonderen Fall den Austausch des Gerätes gegen ein gleichwertiges an. Immerhin, Thomas Zabel ist trotzdem noch skeptisch. Denn was, wenn auch woanders Unheil lauert?
Das ist ja ein Gerät von LG. LG hat sehr viele Geräte. Falls ich mir jetzt vielleicht eine elektrische Zahnbürste von LG kaufe, kann es mir vielleicht auch unter Umständen passieren, dass ich damit den Polizeifunk störe oder den Flugverkehr, keine Ahnung. Eben, denn wer weiß, wo man noch überall ahnungslos dazwischen funken kann. So was passiert aber zum Glück nur beim Rahmen schwarzen Humor der Marktredaktion.